Wenn du noch mal entscheiden könntest, würdest du dann ein anderes Pferd kaufen? Gut. Da ja jetzt Corona-Ferien sind, haben wir ja viel, viel Zeit, um Videos zu machen. Und deshalb wird jetzt jede Woche ein Fragevideo kommen, also wo ich eine Frage von euch beantworte. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt. Wenn du nochmal entscheiden könntest, würdest du dann ein anderes Pferd kaufen? Uff, die Frage ist schwierig. Vor allem, ich weiß nicht so ganz, wie sie gemeint sein soll. Statt Juni ein anderes Pferd oder mit Juni ein anderes Pferd? Okay, statt Juni ein anderes Pferd? Also, wir waren ja Probereiten und das ganze Video dazu verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Und ich hatte dann halt Juni gesehen und dachte, ja, das ist mein Pferd. Das ist mein Traumpferd. Auch wenn ich damals nicht wusste, dass ich eins bekommen werde. Also hätte ich Juni nicht getroffen, beziehungsweise ja, hätte ich Juni nicht getroffen, wäre es auf jeden Fall ein anderes Pferd geworden. Und hätten wir uns danach noch Pferde angeguckt, da bin ich mir nicht sicher, ob es dann auch ein anderes Pferd gewesen wäre. Ich weiß es aber nicht, denn ich hatte vorher auf jeden Fall auch ein Lieblingspferd, das ich auch unbedingt haben wollte. Und als ich Juni dann gesehen habe, da war es so, okay, nee, das andere Pferd weg. Und dann Juni. Einfach nur Juni. Ne, Großer? Wir sind jetzt fertig mit Reiten und mit der heutigen Frage. Abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr die nächste Frage nicht mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr noch zwei andere Videos sehen. Tschüss! Ist gut. Gut.